Willkommen zurück zu Dracula 3, der kleinen Freinacht. Wir haben Dokumente über Vlad Tepes, der auch als Dracula bekannt ist. Und die wollen wir doch ein bisschen mal lesen. Die Flucht des Fuchses. Geschichte Dracoleweide. Gefangen von den Türken erlangte Vlad Tepes das Freitum und bestieg den Thron. Item selben Jahres. Ist das doch der gleiche Text? Schon merkwürdige Rechtschreibung hier. Vlad Tepes, ehemaliger Gefangener der Türken, erkämpfte sich seine Freiheit und den Thron. Im selben Jahr befahl er die Hinrichtung des Woschwoden Wladislaw, der vor ihm über das Land herrschte. Außerdem ließ er Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, junge und alte, Männer und Frauen, auf Holzpfählen aufspießen. Und sie wedelten mit Beinen und Armen und krampften sich wie Frösche zusammen. Okay. Außerdem vergiftete er im ganzen Land Wasserquellen und er ließ Frauen, Männer und Kinder zu sich bringen und spießte sie auf. 200 an der Zahl. Des Weiteren lud er die Armen des Landes ein, an einem großen Schmaus teilzunehmen und als sie sich satt gegessen hatten, verbrannte er sie in einer Kirche. Außerdem nahm er einen Mönch fest, der auf einem Esel ritt und spießte beide auf. Was? Schon brutal. Er ließ Männer bis zur Hüfte eingraben und mit Pfählen durchbohren. Andere wurden gegrillt oder lebendig gehäutet. Wie viele aufgespießt wurden? Kommt daher, dass man Vampire fehlen soll? Türkische Gesandte begrüßen ihn, ohne ihre Kopfbedeckung abzunehmen und behaupteten, dass dies bei ihnen Sitte sei. Er antwortete, also gut, ich werde eure Sitten unterstützen. Und sie danken ihm, doch er ließ sie festnehmen und ihre Kopfbedeckung mit großen Eisennägeln in ihre Köpfe nageln. Das war seine Art, ihre Sitten zu unterstützen. Es ist an der Zeit, Monsignore Briganti anzurufen, um ihm mitzuteilen, dass meine Untersuchung fast abgeschlossen ist. Ich hoffe, er ist in seinem Büro. Krank. Das ist nicht mehr krank, das ist geistesgestört. Psychopathisch. Na, werde ich jetzt angesprungen? Nö. Lass mich raten, als nächstes werden wir in die Türkei geschickt. Damit wir Stefans Wunsch erfüllen. Stefan, Stefan, bitte. Vielleicht reisen wir jetzt doch nach Türkei zusammen mit dir. Oder auch allein, weil du vorgereist bist und nicht warten kannst, weil du ungeduldig bist. Hier spricht Kardinal Felice Briganti. Hier spricht Vater Arno Moriani. Wie war es in Budapest? Lehrreich, aber ich muss zugeben, dass Professor Boxos Ansichten eher beunruhigend sind. Das ist alarmierend. Ich hoffe, dass ihr dennoch vorhabt, auf dem geplanten Weg weiterzumachen. Seid versichert. Ich habe auch mit Professor Krüger gesprochen. Er geht das Problem sehr rational an. Ich habe jetzt genügend Material, um meinen Bericht zu schreiben. Heute Abend fange ich an. Ihr seid sehr engagiert, aber versucht euch anschließend etwas zu erholen. Wenn euch Wladowiste gefällt, bleibt doch einfach eine Weile dort. Geht spazieren, betet, genießt die Ruhe. Lasst euch von Vampiren anfallen. Ich ziehe mich 2 Wochen lang in ein kleines Kloster nach Abruzzo zurück. Wir sehen uns, wenn ich wieder in Rom bin. Auf Wiederhören, Eminenz. Lebt wohl, Arno. Lebt wohl! Der Fall schon, dass wir holen. Ich habe lang gearbeitet, beendete meinen Bericht und ging zu Bett. Es war eine schwüle Nacht. Arno.
schließt seine Zimmertür ab. Oh nein. Der mit Totenkopfschädel. Und sieht die Blumen in der Hand. Das ist das Symbol von der Thule-Gesellschaft? Wurden wir gerade erschossen? Das war doch ein Schuss. Eine weitere bewegte Nacht. Ich habe nun schon zum dritten Mal von Maria geträumt. Ich fühle mich von ihr angezogen. Das ist offensichtlich. Herr, bewahre mich vor der Versuchung. Oder Maria ist der neue Vampir. Es ist doch nicht abgeschlossen. Gewöhn dir an. Ein fremdes Land, hier könnten Leute reinkommen. Das Medaillon. Ich sah es in einem Traum. Dass das hier ist, dann ist das doch kein Traum gewesen. Maria ist ein Vampir und versucht dich in deinen Träumen zu beeinflussen, Arno. Deswegen arbeitet sie auch in der Apotheke und will, dass alle Blut spenden, ne? Lateinische Inschrift, gebt Charon das zurück. Was Charon gehört? Oh nee. Charon ist der Fährmann, der die Seelen der Tolk über den Fluss Acheron bringt? Nein, Styx. Oder ist Acheron in irgendeiner anderen Mythologie ein anderes Wort für Styx? In der Antike legte man den Toten eine Münze in den Mund, damit sie die Kosten für ihre Reise bezahlen konnten. Echt, der Mund war es nicht in die Augenhöhle? Hm. Ach, was weiß ich. Was soll jetzt diese bedrohliche Musik? Ist halt bedrohlich, ne? Checken. Ja. Sehr bedrohlich. Hallo, lebst du noch? Das war sicherlich dein Zimmer, wo der Schuss war. Oder habe ich jetzt irgendwie genügend Kraft, um das Ding zu verschieben? Dieses Möbelstück ist besonders schwer. Nein. Ich kann es auf keinen Fall bewegen. Die Musik gefällt mir nicht. Hier ist doch jetzt irgendwas passiert. Auch wenn wir das wahrscheinlich nur geträumt haben. Aber andererseits wiederum haben wir eben die Münze. Stefan ist schon mal nicht hier. Ist abgereist? Vater, ich muss euch sprechen. Was ist los, Osana? Herr Luca hat mich gebeten, ihn früh zu wecken. Er wollte in die Türkei aufbrechen. In die Türkei! Stellt euch das vor. Also habe ich heute Morgen an seine Tür geklopft. Aber er hat nicht geantwortet. Er hat den Riegel vorgeschoben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist beunruhigend. Vielleicht ist er krank. Soll ich die Tür aufbrechen? Wartet noch, bevor ihr die teure Tür aufbrecht. Vielleicht ist er krank, aber vielleicht hat er auch nur einen festen Schlaf. Ihm schmeckt der Pflaumenschnaps manchmal zu gut. Aber wir müssen sicher gehen, dass es ihm gut geht. Chicken, das war nur ein Traum. Am besten wäre es, wenn ihr in Herrn Lukas Zimmer gelangen könntet, ohne die Tür aufzubrechen, Vater. Am besten wäre es, wenn ihr in Herrn... Aber der Schrank ist zu schwer. Da weiter kann ich nicht lang. Wir wissen ja, dass hinter dem Schrank eine Türe ist. Dieses Möbelstück ist besonders schwer. Ich kann es auf keinen Fall bewegen. Vielleicht mit der Macht. Das ist nicht dein Inventar. Mit der Macht. Von Charons Münze. Hm.
Trichter. Kupferdraht. Könnte man sich irgendeine Vorrichtung bauen? Kupferdraht ist wahrscheinlich auch nicht stark genug. Muss ich jetzt zwangsläufig erstmal das mit Stefan machen? Oder kann ich auch erstmal woanders hingehen? Oh, es regnet. Ja, wird es mal im Real Life regnen. Ein bisschen Abkühlung. Das donnert. Bloß nicht vom Blitz treffen lassen, Arno. Passiert mir gerne in Videospielen. Wollt's nicht Minecraft checken. Herein, es ist offen. Maria, ich habe von dir geträumt. Vater Arno. Ich wäre sehr froh, wenn ihr eine Weile in Vladoviste bleiben würdet. Die Menschen hier sind ein bisschen grob und ich schätze eure Gesellschaft sehr. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hatte sie in den vorherigen Session auch schon diese eine Medaille? Ich kann sie auf jeden Fall nicht daran ansprechen. Definitiv erstmal zu Stefan auf sein Zimmer. Wow. Hallo Blitz. Frage, wo ist der Regen in der Cutscene? Hä? Könnte ich mit der Münze den Riegel irgendwie entfernen? Hallo. Das hier sind die Opfer der... Ja, ist auch ein Opfer. Wir haben ja eigentlich so einen Hinweis bekommen. Also aus der Bibel, dass wir einen Stein auf dem Grab legen sollen. Ja, checken, das ist eine Münze und kein Stein. Versuch, was trotzdem wert. Heißt das aber auch, dass hier die ganzen toten Leute, die Opfer von Vlad sind, die aufgespießt wurden? Hier regnet es natürlich nicht. Der Journalist ist eingeschlafen. Seine Tür ist abgeschlossen. Er antwortet nicht. Ach, kann ich jetzt... Du bist Luca, ne? Ja. Kann ich den jetzt zur Hilfe bitten? Weil alleine kann ich offensichtlich nicht den Schrank in meinem Zimmer verschieben. Aber zusammen sind wir stärker. Soll ich euch helfen, seine Tür aufzubrechen? Unsere Gastgeberin will davon nichts wissen. Ich werde versuchen, eine andere Lösung zu finden. Oh, du kannst mir helfen, den Schrank zu verschieben. Oder muss ich Osana erstmal fragen, ist hinter dem Schrank zufällig eine Geheimtür? Wobei, mit Dings kann ich noch reden. Luana, ja. Ihr seid ein Außenseiter. Ist sehr hilfreich. Am besten wäre es, wenn ihr... Wobei. Ist ja eigentlich ein Riegel.
Kann ich hier überhaupt die Münze durch irgendwelche Schlitze schieben und versuchen, das zu entriegeln? Hätte ja sein können, dass ich die Münze in irgendwelchen Schlitz reinstecken muss und dann bewegt sich der Schrank automatisch. Wobei, müssten da nicht Kratzspuren... Ja. Irgendwas müssen wir mit der Münze sicherlich machen, um weiterzukommen. Irgendwas... Über den Dachboden vielleicht? Diese Falltür muss auf den Dachboden führen. Diese Falltür... Ja, dann bräuchten wir wahrscheinlich erstmal etwas, um die aufzumachen. Aber wenn ich drankomme... Kann ich den Kupferdraht irgendwie... verbiegen? Nein. Ich bräuchte sowas wie einen Haken. Kann ich den Besen mitnehmen? Mit dem Wachs poliere ich die Tische. Es ist nicht mehr viel übrig, aber nehmt es, wenn ihr welches braucht. Wachs ist Schmiermittel, oder? Ein bisschen Schrank ölen. Dieses Möbelstück ist besonders schwer. Ich kann es auf keinen Fall bewegen. Erstmal rausnehmen, wieder reintun. Ah. Okay. Sesam, öffne dich. Gütiger Gott! Tod. Aus nächster Nähe erschossen. Also war es doch kein Traum. Stefans Medaillon. Und er hat wirklich geglaubt, dass es ihn beschützen würde. Heiliger Dimitri von Bazarbarov, Beschützer Rumäniens. Besser, ohne zu klagen auf den ehrwürdigen Schlachtfeldern für den Ruhm unserer Farben. Sterben, als jemals wieder Sklaven in unserem eigenen Land zu sein. Einsame Eiche. Über das alte Gemälde wurde ein neues gehängt. Jetzt, wo du das sagst, ja. Und das hängt auch nicht wieder richtig. Chicken, dir ist gerade schon klar, dass du irgendwie den Tatort verwischst. Schlammspuren. Der Mörder ist durchs Fenster hereingekommen. Ja, Dracula ist durch die Luft geflogen. Chicken, Dracula erschießt keine Leute. In Vlaloviste kehrt wieder Normalität ein. In den Bergen ist das Echo der Kanonenschüsse zwar kaum verhallt, aber die Menschen in Vlaloviste blicken voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft. Die Wiederaufbauarbeiten haben unter Leitung der neuen dynamischen Regierung begonnen. Das Wasserkraftwerk an den zwei Flüssen ist bereits in Betrieb und die Apotheke, die während des gesamten Kriegs geöffnet war, wird bald renoviert. Schicksalsschläge unserer Zeit. Auf den Stufen der Kirche von Vlaloviste ist eine junge Frau erfroren.
Sie gehörte offensichtlich an den vielen Menschen, die in den harten Zeiten ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Die unbekannte Frau war ca. 19 Jahre alt und litt unter Amnesie. Dr. Kalugarul hat sie in der Apotheke aufgenommen. Doch die junge Frau, die unter nervlichen Störungen litt, verließ ihr Zimmer und trotz des kalten Winterwindes nachts durch die Stadt zu streifen. Die eisige Kälte hat sie das Leben gekostet.